Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Ich bin heute in der Goldenen Bar in München und heute schauen wir eine neue Abfüllung von Artback an, der Trayvan. Ich sitze hier mit Stefan Gomez, der neue Brand Ambassador von Artback und nur Artback und seit 8 Jahren in der Whiskybranche tätig. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ja, mehr zum Trayvan gibt es hier gleich. Ja, ja, ich habe ja schon probiert. Ich werde jetzt aber noch nichts sagen. Trayvan, 19 Jahre. Es ist ja jetzt keine Special Release, sondern es ist eine Standardabfüllung. Korrekt. Das heißt, wie darf man sich das vorstellen in den nächsten Jahren? Standardabfüllung ist ja natürlich ein Wort, das wir alle mit Vorsicht genießen müssen. Denn das kennt man ja bei uns bei Artback, alles nur in homöopathischen Mengen vorhanden. Also das ist jetzt das erste Batch und so wie ich es von unseren Eingeladenen heute gehört habe, ist da schon einiges vergriffen. Also ich würde mich beeilen. Und wie es weitergeht, ist einfach, dass ein Batch pro Jahr rauskommt und zwar um September rum. Mhm. War ja dieses Mal auch so und die Batches sind auch nummeriert. Es wird vermutlich auch Abweichungen zwischen den Batches geben, minimale. Das heißt, da gibt es auch wieder schön Diskussionsstoff und Vergleichspotenzial zwischen den verschiedenen Batches. Mhm. Okay, aber das wird dann immer der Trayvan 19 Jahre bleiben, aber mit verschiedenen Batches. Korrekt, so ist das. Okay, Trayvan klingt wieder gälisch. Richtig? So ist das. Natürlich. Wir wollten ihn jetzt nicht einfach 19 Schluss ausnennen, sondern kennt man bei Artback, hat man ja auch immer einen Bezug zu Islay. Mhm. Ja, oder zur Nähe Islay. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Koi Reckon uns angucken. Mhm. Ugedal wegen Loch Ugedal und Trayvan eben, weil es ein Sandstrand auf Islay ist. Mhm. Und das bedeutet das auch, singender Sand. Kommt daher, man kann an diesem Strand entlang stapfen und das macht dann singende Geräusche. Und einige sagen sogar, man kann den Wind zwischen den Dünen singen hören. Okay, interessant. Ich habe es vorher nochmal gegoogelt. Ich war an dem Sandstrand auch schon. Das ist, wenn man von Port Ellen rausgeht ans Port Ellen Lighthouse. Das hat auch einen besonderen Namen. Da kann man sehr schön fischen und es gibt WLAN. Offenes WLAN. Und dahinter ist dann wirklich ein Sandstrand. Also jetzt haben wir leider die Packung nicht da, aber auf der Packung sind dann noch diese schwarzen Muster, das sind die Felsen, die ich dann auf dem Sandstrand noch gesehen habe. Korrekt. Ja. Wir haben diesen schwarz-weiß Kontrast, Sand, dunkle Felsen. Mhm. Sieht sehr schön aus. Ja, die Verpackung ist auch wahnsinnig cool, mit so Spuren durch den Sand durch, finde ich sau cool. Ja, 19 Jahre ist jetzt doch irgendwie schon älter. Das ist jetzt aber schon nach der Schließung, oder? Ja. Ja, definitiv. Mhm. Also das Schöne an der Flasche ist, man sieht hier auch vorne an der Flasche anhand des Codes, wann genau das jüngste Destillat destilliert wurde. Mhm. Und das war jetzt in dem Fall im März 2000. Mhm, okay. Und im Jahr 2000 wurde ja das Komitee gegründet, damit wir eben nicht mehr schließen. Und ich würde sagen, hier ist der Beweis, hat ganz gut geklappt. Mhm. Ja gut, mittlerweile ist Artback ja schon länger wieder offen. Ne? Also ich bin gespannt. Also ich habe innen drin schon probieren dürfen, aber da ist immer so ein bisschen laut, ein bisschen viel los und ein bisschen Essen. Jetzt hat sich der Geschmack wieder gesettelt. Also jetzt bin ich auch mal gespannt. Lass uns doch mal probieren. Jo. Ich erweise dir die Ehre, wenn du möchtest. Okay. Ich habe mir heute die Fingernägel geschnitten. Jetzt muss ich ein bisschen mit dem Mikrofon aufpassen, dass die Leute hier nicht die Ohren rausfallen, wenn ich die Flasche rausnehme. Wo ist er denn? Da ist er. Mhm. Hatte ich nur gehört. Hier, ich hatte schon das Privileg, ein paar zu öffnen, deswegen jeder muss mal einen Trayvan geöffnet haben. Mhm. Oh nein! Okay, jetzt gibt es das Eingemachte. Jetzt wird's kritisch. Ah, liegt an mir, nicht am Trayvan. Mhm. Ja doch, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich bin schon weit, ja. So, da habe ich ihn. So, also. Und weiß man, was für Fassauswahl drin ist? Sagt ihr da irgendwas? Ja, also wir haben ganz klassisch Artback, natürlich amerikanische Eiche. Und wir haben Oloroso. Kann man sich aber sondern definitiv, vielen Dank, als eine Marriage vorstellen, also kein Finish. Viele Leute würden jetzt sagen, okay, das ist einfach ein typischer Ten und der wurde dann jetzt nachgereift, 9 Jahre im Oloroso. Das hätte man gemerkt, hätte definitiv anders geschmeckt. Mhm. Vielen Dank fürs Einschenken. Mhm.
Und in dem Fall ist es natürlich eine Marriage. Anteilig, die Verteilung wird, wie gesagt, variieren. Dr. Bill und auch Brandon McCarron sagen immer, wir haben kein festes Rezept. Mhm. Stimmt ja auch. Im Endeffekt muss das Produkt stimmen. Mhm. 19 Jahre. Ist das nicht ein bisschen ausschlaggebend für den Rauchgehalt? Weil ich finde jetzt, wenn man sich die Standardpalette von Artback anschaut, sind doch ziemlich rassig. Ja. Ist das jetzt was anderes? Ja, ist es. Also, okay. Kann ich mir den so Kill Dalton-mäßig vorstellen? Wie hieß er? Kill Dalton, ich finde, hier sieht man noch ein bisschen mehr Zehner-DNA. Okay. Also das heißt, man hat definitiv noch die Noten, die man im Ten findet, plus einiges mehr eben durch die Jahre. Aber plus einiges mehr natürlich nicht ohne das Opfer, das wir da bringen müssen bei den 19 Jahren. Und das ist ein bisschen der Rauch. Mhm. Das heißt, er ist da, er ist präsent. Ich weiß nicht, was sagst du von der Nase? Ich würde sagen, ich hatte den Kill, ja, als ich noch bei euch im Adventure unterwegs war, hatte ich diesen Kill Dalton 74, glaube ich. Der war auch relativ alt. Aber jetzt? Den 74er hatte ich, da muss ich sagen, da fand ich den Rauchverlust extremer als hier. Oder extremer, was würdest du sagen? Ja. Also riechen wir mal. Ja, der war Rauchverlust extremer. Mhm. Also ein Marriage, das heißt, ihr habt verschiedene Fässer zusammengeblendet im Grunde. Also irgendwo Weißeiche oder Ex-Bourbon und, genau, und Oloroso-Fässer. Genau, anstatt eines klassischen Finishes. Mhm. Und wie du schon gemerkt hast, also wenn du das vergleichst mit den Artbacks aus den 70ern, finde ich, hier ist es doch noch gelungen, den Rauch zu konservieren. Mhm, ja, gut Rauch drin. Die Phenole haben sich nicht komplett verabschiedet. Ich merke es aber, es ist eine gute Fruchtigkeit mit drin. Ich hätte jetzt eher so erwartet, dass es so eine Geschichte mit, wie heißt es, mit getrockneten Früchten ist, aber ich finde es eher ein bisschen Richtung frische Früchte, irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen tropisch. Das hatte ich doch schon mal in irgendeinem Artback. Was war denn das für einer? Der Drum zum Beispiel. Stimmt, ja genau, das war er. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, da war richtig tropisch mit dabei. Ja, Aber nie, definitiv nicht auf dem Niveau von Drum. Also er hat frische, tropische Früchte, aber nicht so hart. Aber gut Rauch. Mhm. Gut Rauch, tropische Früchte, wie schon gesagt, das hat mich auch sehr überrascht. Mhm. Weil gerade wenn man Oloroso hört und 19 Jahre, da rechnet man ja so ein bisschen mit diesem Christstollengeschmack. Ja, diese Nussigkeit und die Rosinen und sowas. Die habe ich jetzt noch nicht, ne? Nee, ich finde hier dominiert eher sowas, wie gesagt, das sehr nah an der Ten-DNA ist. So ein bisschen so grüner Apfel, Ananas. Ja, so ein bisschen fleischige Frucht auch. Aber ich finde ihn viel, viel gesetzter. Weil du kannst wirklich, ja gut, vielleicht ist auch ein bisschen kühl hier draußen. Mhm, ja. Konntest du wirklich ziemlich tief reingehen und riechst den Alkohol nicht. Okay, ja, der ist wirklich, ja, 19 halt, ne? Ja, aber Artback, da sieht man auch kompromisslos. Irgendwie haben wir uns festgesetzt auf die 46 Minimum. Ja. Auch bei einem 19-Jährigen. Und jetzt mit 46,2 halt auch. Ja, finde ich netter Drum. Also, ne? Slange. Mhm. 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 Also ich habe definitiv die Artback-DNA mit dem ganzen, mit dem rassigen Rauch nicht weggelassen. Es ist okay. Ob sind die Oloroso-Fässer hier? Aber die sind. Also du hast wirklich diese 10-DNA hast du drin. Ja. Mit mehr Geschmeidigkeit, ja, mehr definitiv. Cremigkeit und ich würde sogar sagen, von der Fruchtigkeit her mehr Volumen. Also da kommt die Fruchtigkeit einfach ein gutes Stück satter durch. Ne? Absolut, und ich finde jetzt auch beim Antritt, jetzt eben, bevor du den ganzen Mund benetzt, sondern erstmal dieser erste Sip, da kommt definitiv auch eine gewisse Würze. Einige sagen Chili, einige sagen Pfeffer. Ich finde, das ist einfach nur eine sehr subtile Würze, die das Ganze aber einleitet. Das ist quasi die Ouvertüre zu diesen fruchtigen Noten, zu dieser runden Frucht, die danach kommt. Mhm. Ich hatte jetzt vorher auch noch den... Oh, jetzt habe ich die Würze ein bisschen. Ich hatte jetzt vorher auch noch den
was war's? Corey Wrecken drin. Okay, das ist ein anderes Kaliber. Er hat noch ein bisschen mehr Würzigkeit. Also, er steht ein bisschen unterhalb von Corey Wrecken. Aber ist lecker. Also, ich finde ihn wirklich super, super lecker. Gebe ich dir absolut recht. Mhm. Ich finde, das ist auch ein gelungener Abschluss zu der Komitee-Geschichte. Wir haben das Jahr 2019, die haben es 2000 gegründet, um die Pforte nicht mehr zu schließen. Und jetzt haben wir ein 19-jähriges Produkt. Ja. Er zaubert den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht, was will man mehr? Ja, darf ich fragen, gibt es irgendeinen Grund dahinter, warum man gesagt hat, 19 ist irgendwie, jetzt haben die, hat Mickey dann gesagt, oh, jetzt, ja, hier, die Fässer gerade richtig, ne, müssen wir hier langsam raus oder gibt es irgendeinen Grund für? Ich gebe dir die simpelste Antwort, die ich dir geben kann. Und zwar mit einem Wort. Artback. So sind wir halt. 18 wäre ja zu Standard gewesen. Also, das haben wir immer, diese Quirkiness, ein bisschen abgefahren sein, ausgefallen sein. Aber tatsächlich liegt es auch daran, dass sie gesagt haben, bei 19 passt er uns am besten. Zwischen 19 und 20-something hat er für sie nicht gepasst. Mhm. Unter 19 hat er für sie nicht gepasst, als etwas, was in dieser Altersrange ist. Deswegen haben die gesagt, bei 19 passt das. Und dass es dann auch nichts Grades ist und was Typisches, das ist umso schöner, denn das ist Artback. Mhm. Finde ich cool. Gibt es irgendwo, ich meine, gut, ihr seid jetzt gerade rausgekommen mit dem 19er, gibt es irgendwo noch andere Ideen für neue Abfüllungen oder ist das jetzt schon zu früh gefragt? Du weißt ja, wir haben eine Politik der hundertprozentigen Transparenz. Ja, genau. Und wir lieben es, Geheimnisse zu verraten, deswegen nennt man uns auch Whisky Leaks. Ja, definitiv. Also es kommen einige spannende Sachen, über die ich natürlich jetzt nicht komplett offen sprechen kann. Ich kann nur so viel sagen, die Reise ist mit dem 19er, obwohl er sich schön abrundet, nicht beendet. Da kommen jetzt, ich würde mal sagen, innerhalb des nächsten Jahres mindestens noch, also es kommt mehr als ein Dram noch. Oh, okay. Und ja, ich bin gespannt. Also ich fand's interessant. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ihr so einen alten in der Standard-Range rausbringt. Aber ich find's klasse. Also ich find's schön. Also der Rund ist irgendwo, macht sich Standard-Range jetzt ein bisschen interessanter. Bin nur gespannt, wie viel habt ihr jetzt in der Standard-Range? Jetzt sind es dann 5, oder? Genau, mit dem Trayvan, ja. Wie gesagt, man muss ja vorsichtig sein, ob man das jetzt wirklich Core-Range nennt. Ja, durch Core-Range. Die Limitierung. Also mit Badges, ja. Kann man sagen, oder? Also ich denke schon, dass man es sagen kann. Ich bin mal gespannt, wie viel es nächstes Jahr gibt. Diesmal war es wahrscheinlich ein paar zu wenig für manche. Aber ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Ihr seid ja auch kräftig am Erweitern, habe ich gehört. Und da sollte es dann hoffentlich auch keine Engpässe geben in 20 Jahren. Also wir haben die tollsten Fans der Welt, die sind nur sauer, wenn es nicht genug gibt. Ja. Man könnte sagen, das ist ein Luxusproblem, aber auch dem muss man natürlich entgegenwirken und sagen, hey, irgendwann müssen wir auch dieser Nachfrage entsprechen und sagen, hey, wir haben auch Sachen, die ihr dauerhaft kriegt, die ihr toll findet und in die Richtung soll natürlich die Reise gehen. Ja, ich bin gespannt, wenn das nächste rauskommt, dann werden wir euch sicher nochmal irgendwo hier haben. Wahrscheinlich nicht mehr draußen dann. Oder vielleicht im Wintermantel. Die sind nicht mehr, ist doch schön. Also jetzt ist es noch angenehm. Ne? Genau. Okay, gibt es noch was zu sagen? Oder? Wenn ihr einen Trayvan haben wollt, dann beeilt euch. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich noch ein paar Flaschen. Ah, okay. Ihr hattet mal ein paar Flaschen. Und nächstes Jahr wieder. Ich finde interessant durch die Batch-Variation, die es da drin geben kann. Es gibt Diskussionspotenzial. Es gibt, der hat wieder Potenzial, einfach sich mit Leuten auszutauschen, Spaß zu haben. Und ich finde dabei, und darum sollte es halt beim Artback gehen. Ansonsten vielen Dank und danke für das Interview. Das war sehr nett, hier nochmal draußen ein Dram mit dir zu trinken. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wem es gefallen hat, ich glaube nicht, dass von den Flaschen noch welche da sind leider sehr schnell vergriffen gewesen. Schaut aber mal vorbei. Ich glaube, viele Leute haben sich noch für die Erinnerung eingetragen. Vielleicht findet man ja hier und da nochmal eine Kiste. Glaube ich zwar nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.